Wir machen die Übung jetzt auf allen Vieren am Boden. Du kannst sie auch am Tisch machen, auf einem Stuhl, wo du halt eine Ablagefläche hast. Und wir zeigen sie mal so. Ich mache es für die rechte Hand, Petra für die linke Hand. Du kannst sie aber auch mit beiden Händen gleichzeitig machen, dann sparst du Zeit. Das geht genauso. Und zwar, du gehst mit deiner Handfläche auf die Matte und dann drehst du die entsprechende Hand so weit nach außen, bis deine Finger aufs Knie zeigen. Und den Daumen machst du möglichst weit ran. Und dann gehst du nach hinten mit dem Gesäß und dann merkst du, hier entsteht richtig viel Dehnung. Merkst du es schon bei dir hier? Mm. Noch ein bisschen mehr. Oh, du kommst weiter als ich, gell? Ich bin besser als du. Na, ich habe mehr geschrieben als du. Und dann ehrlich gesagt, er hat ja recht. Dann gehst du immer weiter nach hinten. Ja, und das ist es eigentlich schon. Du gehst immer weiter nach hinten. Aber auch hierbei bitte einfach achten, dass du es aushalten kannst, ja, weil das kann schon richtig heftig wehtun, wenn du nämlich einfach zu viel machst. Also, es muss eine Intensität sein, bei der du noch ein bisschen lachen kannst, vielleicht auch noch gut atmen kannst, aber du musst es spüren, auf jeden Fall. Ja. Und dann wirst du merken, im Laufe von diesen 2 bis 2,5 Minuten, die du das steigerst, kommst du immer weiter nach hinten. Das nimmt langsam immer weiter zu. Und noch eine ganz spannende Info vielleicht für dich. Was du jetzt fühlst, das fühlen die Menschen, die an einem Karpaltunnelsyndrom leiden. Oder an einer Sehnenscheidenentzündung. Die fühlen jetzt genau diesen Schmerz beim Dehnen. Und dann gehst du am Schluss langsam raus. Und dann wirst du erst mal merken, du kannst deine Finger gar nicht so richtig gut bewegen und erschreck dich nicht, das ist normal. Wir machen aber jetzt noch eine Variante davon, wo nochmal andere Muskeln erfasst werden. Ja? Die fängt genauso an. Du gehst wieder mit der Hand nach außen und gehst hier so weit nach vorne, dass du den Ellbogen ein bisschen beugen kannst. Kriegt ihr das gut drauf? Dass du den Ellbogen ein bisschen beugen kannst. Schau mal, ein bisschen beugen den Ellbogen. Ja? Und um das möglich zu machen, geh mal weiter vor. Und jetzt beugen erst und dann im Handgelenk weiter zurück, wenn der Ellbogen gebeugt ist. Nämlich jetzt. Gleiche Übung. Ja, langsam Stückchen für Stückchen weiter zurückgehen, aber den Ellbogen leicht gebeugt halten. Wollen wir noch einen draufsetzen? Da geben wir jetzt noch den Supertipp, okay? Dieser Mann. Ja. Heute noch ein Supertipp. Wenn du an einem Finger so einen Schnappfinger hast, der nicht so richtig gut sich wieder strecken kann. Das ist eine gute Übung. Ja, das haben nämlich ganz viele Leute. Ja. Dann greifst du den entsprechenden Finger und ziehst ihn zusätzlich noch nach oben. Und jetzt wird es richtig, es geht richtig ans Eingemachte, weil du merkst, das ganz, ganz deutlich bleibt trotzdem in dem Bereich, der sich gerade noch gut ertragen lässt. Gerade noch Wohlfühlschmerz muss es sein. Guck mal, der Finger wird schon ganz weiß. Aber keinen Schreck kriegen, das ist nicht schlimm. Der wird auch wieder rot nachher, wenn das Blut wiederkommt. Und dann langsam wieder raus. Und damit hast du gute Chancen, auch bei deinem Schnappfinger, ja, immer weniger das schnappen zu lassen. Der Hintergrund ist übrigens ganz spannend, weil die Sehnen laufen mir durch so kleine Schlaufen. Wie bei einem Fahrrad, der Baudenzug bei einem Fahrrad über die Gangschaltung. Ja, so kleine Schlaufen, da läuft dann die Sehne durch. Und die hat ja Knötchen und wenn diese Knötchen größer sind und wenn die Spannung hoch ist, dann bleiben die Knötchen an diesen Schlaufen hängen. Und deswegen will der Finger dann nicht mehr zurück in seine Normalposition.